Eine Feldscheune am Forsthaus von Luisendorf ist am Mittwochmittag abgebrannt. Bei dem Feuer wurde der 72-jährige Besitzer der Scheune schwer verletzt. Er zog sich Brandwunden zu, als er mit einem Helfer zwei Pferde aus den Flammen rettete. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kassel geflogen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann zur Brandursache erklärt, er habe seine Brille abgelegt, als er in die Scheune ging. Vermutlich habe die Sonne durch die Gläser geschienen und dadurch Stroh in Brand gesteckt. Zur Klärung der genauen Umstände waren Ermittler der Kriminalpolizei aus Korbach vor Ort. Sie schätzten den Sachschaden auf 15.000 Euro. Bei dem Brand wurden auch landwirtschaftliche Geräte zerstört. Die Rauchwolke war bis nach Frankenberg zu sehen. Mehr als 40 Feuerwehrleute aus Frankenau, Luisendorf, Ellershausen, Geismar und Frankenberg waren zum Einsatzort gerufen worden. Wegen Wassermangels am Waldrand wurden zwei Tanklöschfahrzeuge aus Frankenberg angefordert, um den trockenen Wald vor einem Übergriff der Flammen zu bewahren. Die Feldscheune ließen die Helfer kontrolliert abbrennen. Das Forsthaus war von dem Feuer nicht betroffen.